Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch die App Loud vorstellen. Ich kann es euch jetzt nicht leider zeigen, was ihr Loud macht, ich kann es euch es aber sagen. Und zwar, wenn ihr Loud aus Stadia gedownloadet habt, gibt es einmal als Kaufversion und natürlich die kostenlose. Und zwar, ihr geht auf Einstellungen, scrollt runter zu Loud, aktiviert das Ganze erstmal. Bei mir war es am Anfang schon aktiviert, aber trotzdem nochmal. Und das Wichtigste, was ihr machen müsst, erstmal auf Voice Settings. Und dann habt ihr hier, also vorgegeben ist Englisch United States und ihr geht dann einfach auf German. Das braucht kein. Das muss ich draufklicken. Das Ganze braucht kein Respring, also einfach einstellen. Und als nächstes habt ihr hier mal bei Applications. Ihr könnt einmal jetzt hier Applications, also Apps auswählen, bei denen Loud funktionieren sollen. Danach müsst ihr noch Invert Selection nehmen. Wenn ihr das dann gemacht habt, wenn ihr hier dann auf OK gemacht habt, werden nur die Apps mit Loud funktionieren, die ihr hier angegeben habt. Und mit Loud könnt ihr, also wenn ihr eine Nachricht bekommt, zum Beispiel eine SMS von irgendeinem Freund oder Bekannten, wird euch Loud die SMS, also vom Absender, und die Nachricht vorlesen. Also wird dann einfach eine Stimme kommen, die euch das Ganze dann vorliest. Ich finde das Ganze richtig cool. Und leider habe ich es erst einmal mitbekommen, da ich das eine SMS bekommen habe. Und ja, ich hoffe, die App gefällt euch. Und ja, also hier dann einfach Notification Rules. Könnt ihr alles einfach durchlesen. Ich habe jetzt einfach mal so die wichtigsten Sachen gesagt. Bekommt ihr natürlich aus Lydia. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert mich, um keine neuen Videos zu verpassen. Und ciao.